Oha, da kommt der nächste Schwall. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack. Heute machen wir das wohl sinnigste Item in Minecraft, denn wir verzaubern ein Feuerzeug. Wie ich gehört habe, gibt es auch noch Mandy. Mandy. Ich bin gespannt und ich würde sagen, wir legen los mit... Oh, was macht unser Shop eigentlich? Ah, nichts gemacht. Ah, ich habe ja noch ein Geschenk hier stehen, oder? Wo war mein Geschenk nochmal? Am Baum doch irgendwo. Hier. Oh, wunderhübsch. Vielen lieben Danke, Jano. Schöne Weihnachten. Für Basti von Iosa. Achso, von Iosa. Ah, hier. Für Debitor von Iosa. Oha, was ist denn da alles drin? Die Grüße gehen raus, Iosa. Dankeschön. Geil, von Debitor. So, das haben wir fertig. Oh, das ist ja Klim. Da war er. Jetzt kann ich im Titel schreiben mit Klim. Okay, warte, was wollen wir hier? Wir wollen Bücher haben, ne? Bücher. Unbreaking und Mending. Unbreaking. Mending. Lege deine Auswahl hier rein. Kann ich auch zwei Sachen reinlegen? Bestimmt, ne? Bezahle hier mit Diamanten. Geht's ja sogar. Oha, voll gut. Wo ist der Amboss? Ah, mein ATM. 17 Diamanten rein. Ausgezeichnet. Jetzt habe ich gleich das beste Feuerzeug auf dem ganzen Server. Ohne Witz, das ist wirklich das beste Feuerzeug auf dem ganzen Server. Ich glaube, kein anderer hat sowas auf seinem... Oh, was ist das denn? Frohe Weihnachten von Fabo. Oha. Boah, Block of Emeralds. Danke nochmal für das Geschenk, Fabo. Ist Iosa, oder? Ne. Flint and Steel. Wie nennen wir das? Ah, der Feuertor. So, Feuertor. Und? Ich glaube, ich bin der Einzige, der jetzt ein Feuerzeug mit Unbreaking und Mending hat. Wie cool ist das denn? Ich glaube, wir können zurück. Hätte ich das vorher gewusst, dass es Mending auf einem Feuerzeug gibt, da hätte ich ohne Witz... 4 Eisen sparen können. Und 4 Flint. So sieht das ganze Ding jetzt aus. Wir werden jetzt gleich mal die unteren 3 Blöcke bepowern. Vielleicht können wir noch 2 dazu bauen. Das wäre insane. Und jetzt bauen wir erstmal auf der anderen Seite die Anlage, damit die zombifizierten Piglins auch zu der Schlachterbank geführt werden. Einem Sinn? Kuchen? Kuchen. Gehen wir mal aufs Dach und machen da die Fackeln dran. Hinfort mit ihr, euch. Ihr... Bösen Zahlen, roten. So, jetzt gehen wir nach unten. Aua! Natürlich habe ich die Verzauberung von den Feuerzeugen auch aufgenommen, McMahons. Alles drauf. Aua! Also, gucken wir, ob ich das noch mache. Aua! So, wieder hoch. Warte, ich baue mal. Ich baue jetzt mal die 3 hoch. Die beste Mobfarm in ganz Craft Attack. Und nicht nur in Craft Attack Nummer 8, sondern in allen Craft Attack Staffeln. Manche glauben es nicht, manche schon. Manche aber nicht, manche schon. Manche aber nicht, manche schon. Wir reden heute besonders weird. Ich würde die als geisteskrank beschreiben. Ich auch. Willkommen beim Livestream. Aber, wenn die steht, ich hoffe dieses Jahr, na okay, Anfang nächstes Jahres wird die fertiggestellt, dann gibt es DB Prime Unlimited XP. Das kann man sich dann kaufen. Kunga und JB haben sich quasi schon ein Ticket erkauft. Und das Ganze, ich weiß noch nicht, ob ich es monatlich abrechne oder voll gut so monatlich. Ganz wichtig bei dem Bau, nur mit Vollheld und vollgefressen hoch. Sonst kann es böse enden. So, die letzte Reihe Trapdoors. Wohl eigentlich haben wir dann die Trapdoor-Seite komplett fertig. Von der Seite. Jetzt nur noch die andere Seite. Und dann mehr Trapdoors müssen wir gleich setzen. Voll gut. Fertig. Letzter Portalblock. Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg. So, wir haben jetzt gleich
8 plus 3, 11 Blöcke aktiviert. Ein Block ist 4,16%. Also haben wir, dann ist die Anlage auf 45,76. Hammer. Prozent. Also noch niemals die Hälfte ist dann aktiviert. Voll krass einfach. So, die Farm ist mal aktiviert worden. Jetzt kommen die ganze Zeit neue Picklins bzw. zombifizierte Picklins da rein. Das ist übrigens der neue Name seit der 1.16. Pigments gibt es nicht mehr. Das sind jetzt zombifizierte Picklins. Und die Items werden quasi aussortiert. Alle Items, die hier landen, gehen dann in den Wasserlauf. Von der einen Seite zu der Seite, von der anderen Seite zu dem Wasserlauf. Dann geht's hier runter bei der Honigrutsche. Da müssen übrigens noch Glowstone hinter, damit die noch cooler aussieht. Und dann geht's in den nächsten Wasserlauf rein. Und wird dann hier einfach abgefangen und rausgefiltert. Also hier überall Gold. Alles andere landet dann gegen den Kaktus und wird vernichtet, sodass die quasi, dass die Items nicht überall rumliegen. Und die Anlage lief auch eigentlich so gut wie noch nie AFK-mäßig. Deswegen sind die Kisten auch noch nicht so voll. Immer nur, wenn ich quasi da bin. Dann habe ich zwischendurch immer ein paar Level gesnackt und dann war gut. Oh, guck mal, die da hinten sehe ich gerade gar nicht. Ah, jetzt wieder. Oha, da kommt der nächste Schwall. Da muss ich mal gucken, dass man hier unten eventuell noch Glas, also Half-Steps reinmacht, damit man da hinten hin noch durchgucken kann. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Glowstone, damit wir halt hinter den Honigblöcken noch ein bisschen was bauen können. Habe ich meine Silke mit? Natürlich nicht. Aber sahen die schon immer so komisch aus? Oh, Pilzlichter. Wäre auch noch eine gute Wahl. Wir nehmen gleich nochmal ein paar Pilzlichter mit. Brauche ich da nicht die Pilze und die mache ich groß? Ich habe meine Silke einfach vergessen. Der muss los. Aber ich glaube, die habe ich zu Hause. Und warte mal, das Holz brauchen wir ja auch. Ah! Und Pickaxe ist am Start. Warte, wo war sie? So, warte. Pipio! So. Oh. Ja, Elytra ist noch da, sehr gut. Das wäre jetzt kurz spannend. Jetzt aber raus hier. Ich habe heute genug vom Nether. Tada. Feuerzeug. Ja. Voll gut einfach. Kev, wo ist er denn? Genau, heute haben wir genug vom Nether. Ja genau, danke auf jeden Fall an Revi. Ich gehe oben her, ich fliege oben einfach her jetzt. Hier bestimmt. Ah, da ist er. Voll gut. Sind da gleich. So, wir gehen jetzt mit 0 Level in die Mobfarm. Bin gespannt, was passiert. Ich glaube, das geht ab. Hassen die mich eigentlich noch? Ne, die hassen mich gar nicht mehr, ne? Oh, lol! da lag ein XP-Drop. Okay. Ja, dann? Okay, wir gehen wieder raus. Alles cool. So, passt schon. Da lag nur einer, der über war. Passt, oder? Aha, Bone Meal, wusste ich's doch. Nein, habe ich jetzt Bone Meal vergessen? Ohne Witz. Wir sollten gleich aufhören. So, ich würde sagen, wenn es gefallen hat, lasst eine Bewertung. Ansonsten sehen wir uns wieder heute Abend im Livestream gegen 20 Uhr. Wer Lust hat, einschalten. Link dazu in der Videobeschreibung. Und ansonsten, haut da rein und bis zum nächsten Part. Ich hoffe, der Part war nicht so weird. War ein bisschen sehr hart geschnitten. Also haut da rein. Tschüss.